Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Folge 16 von Discworld. Ich kann gleich ein bisschen auf die Kommentare eingehen, das machen wir gleich. Ich habe Freitag schon was aufgenommen, das werdet ihr jetzt aber nicht mitkriegen, weil jetzt nehme ich es am Samstag auf für Montag. Egal, tut einfach so, wir reden über Zeitreisen. Weil die Freitagsfolge habe ich dann irgendwann weggehustet. Der Vorteil ist allerdings, ich konnte schon ein bisschen was ausprobieren, was ihr jetzt auch am Freitag schon in den Kommentaren genannt habt. Also da ist nicht viel passiert, außer dass ich vielleicht das eine oder andere weiß, was ich vielleicht gleich anwende. Aber auch das ist nicht viel, das werdet ihr sehen. Ich hatte mehr oder minder wirklich Dauerhals. Aber apropos Dauerhals, ihr hört das schon, das ist ein bisschen vielleicht krächzig und ein bisschen knackig die Stimme, deswegen habe ich hier auch einen Tee stehen. Ja, ganz lecker. Und aber wir kriegen das trotzdem hin. So, das erstmal lange Rede, kurzer Sinn. Kurz für den Retro-Basti, weil du hast gerade live kommentiert. Wäre es jetzt ein Stream, wäre es jetzt total live. Aber du hattest gesagt, wegen, ob ich Snibble of Azimuth kenne. Ja, tue ich. Woodruff and the Snibble of Azimuth kenne ich. Ja. Steht auch auf einer meiner Liste. Ich glaube, das ist aber, glaube ich, nur noch ein Windows-Only-Titel. Und das wird dann Spaß. Ich kann eben noch kurz erwähnen, für die Leute, die gesagt haben, du hattest ja noch irgendwas anderes geplant. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich Clever und Smart machen. Das ist ein geiles Adventure, hat allerdings das Problem, es ist nur kompatibel bis Windows 2000. Ich habe dann rumexperimentiert, ich habe sogar die Hersteller angeschrieben, sowohl den deutschen Publisher als auch das spanische Programmierteam oder was auch immer. Und ihr könnt euch denken, wie immer zum Thema Support, du kriegst noch nicht mal eine Mail zurück mit wir können Ihnen nicht helfen, sondern dann passiert gar nichts. Also, müssen wir mal gucken, wer sich mit VMware auskennt und Virtual Machines, über die Geschichte kann man, glaube ich, irgendwie tricksen, kann sich da gerne mal melden. Auch ein Punkt, da hatte der MS Standard mal ein Adventure genannt, das kann ich hier auch in Folge 16 mal erwähnen. Über Discord ist es möglich, dass wir beide den Spielsound auch hören, das, was bei Skype früher mal ging, bis, glaube ich, Windows 95, glaube ich. Ja, und dann glaube ich nicht mehr. Über Discord geht das. Das Einzige, was man Discord noch nicht machen kann, da sind sie noch dran, dass du auch eine Bildschirmübertragung kennst. Aber wir haben dann eh beide Programme, also mach dir keine Sorgen, das sollten wir auch mal langsam angehen. Nur schon mal hier einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl, das könnten wir eigentlich mal irgendwann mal machen. So. Seid ihr bereit für den Schwachsinn? Also der große Snake Plissken hat am Freitag dann geschrieben, ich sollte was mit dem Gold machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie der Gag weitergeht. Das, was danach kommt, das kenne ich schon. Also ihr gleich auch, weil ihr seht's gleich, aber Alter. Also ich grüße hier den großartigen Feigris. Es geht langsam los, dass dieses Spiel mich total anpinkelt. Weil, also der eine Gag, den kann man vielleicht durch Zufall noch hinkriegen, aber der Gag, der dann kommt, das ist so die Logik von Simon's Quest, Zelda 2, Maze of Galleus, da kommt kein Schwein drauf. Auf jeden Fall nicht ohne Lösung. Weil ich habe einfach nur, ich war frustriert und habe Scheiße gemacht, deswegen fiel's mir auf. Nur damit ihr wisst, wie ich da drauf kam. Aber kommen wir schon zu. So. Ich wollte was ausprobieren. Habe ich auch gerade die Laune für. So. Na, obwohl, das kann er ja tragen. Er hat ja im Grunde nichts, ne? Vincent? Ne, stimmt, kann er nicht tragen. Natürlich nicht. Es gibt übrigens auch was mit dem Frosch. Wenn ihr da drauf kommt und mir das übersetzt, das ist wahrscheinlich eine englische Redewendung. Die verstehe ich nicht. Das habe ich zum Beispiel auch noch ausprobiert. Frosch ist auch großartig. Super Rätsel. Wofür benutzt man einen Frosch? So, erstmal. Ich kann mich erstmal einlabern. So. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Prinz Winnie? Na, viel zu tun? Nein. Ich versuche nicht mehr ganz so häufig zu kämpfen und in Stücke zu hauen. Habe ein wenig mit der Göttin Mothra geplaudert und mit ihr zusammen meine Position überprüft. Ach. Nun, es scheint ein wenig übertrieben zu sein, jemanden zu töten, nur weil ihm vielleicht lustvolle Gedanken durch den Kopf gehen. Das gilt insbesondere dann, wenn man die neuen Gesetze in Hinsicht auf Körperverletzung und Gemetzel aus Notwehr berücksichtigt. Es ist sehr schwer, moralisch und religiös empört zu sein, wenn man die wichtigsten Zeugen des Vergehens gerade mit dem Schwert aufgespießt hat. Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht solltest du eine Art Quittungssystem einführen.
Lass dir von den Leuten ein Formular ausfüllen, in dem sie ihre Lüsternheit zu Protokoll geben. Dann hast du anschließend etwas, das du den Stadtwächtern zeigen kannst. Du meinst, nachdem ich ihnen die Milz zerfetzt habe? Nein, vorher. Nun, du könntest deine Maßnahmen besser den Umständen anpassen. Damit meine ich abgestufte Strafe. Wenn nur der Puls schneller wird, in dem Fall wären vielleicht 2 blaue Augen angebracht. Ein bewundernder Pfiff könnte sowohl das Bewusstsein als auch 1 bis 4 Zähne kosten. Und ein Klaps auf den Allerwertesten könnte den Verlust der entsprechenden Hand bedeuten. Und die Milz? Naja, meinetwegen. Das mit dem Milzzerfetzen habe ich inzwischen gut raus. Auch mit den Nieren komme ich bestens zurecht. Allerdings, ich weiß nicht genau, wie viele Exemplare man bei einer normalen Person erwarten kann. 2 oder 4? Nun, vermutlich hängt es von den persönlichen Bedürfnissen ab. Wie dem auch sei, was hältst du davon? Oh, es klingt alles viel vernünftiger. Ich glaube, es gefällt mir. Danke, du hast mir sehr geholfen. Like. So. Um noch einen schlechten Witz zu machen, ihr wisst, dafür bin ich ja da. Auch bei einer kaputten Milz, da passt immer noch ein Pilz. Ja. Entschuldigung. So. Was hat der Koch denn gemacht? Wahrscheinlich gekocht. Du! Ja, was ist? Was machst du hier? Man hat mich als Pfannkuchendieb bezeichnet. Und man wirft mir vor, mich als Frosch ausgegeben zu haben in einer für Kröten reservierten Zone. Nee, ist klar. Wenn du mich fragst, das mit den Verordnungen geht jetzt wirklich zu weit. Ach, jetzt fange ich... Okay. Vielleicht verstehe ich den Gag mit den Fröschen. Ist ja ein englisches Adventure. Koch, Frosch, hm? Hahaha, Nouvelle Cuisine. Geht. Ich kenne das doch. Okay, jetzt verstehe ich die Herkunft von Frosch. Okay. Ist alles in Ordnung mit ihm? Hat Malaria. Nee, ist klar. Malaria? Ein vergifteter Pfeil steckt in ihm. Achte einfach nicht auf ihn. Bestimmt will er mit dem Ding nur die Aufmerksamkeit von Frauen erregen. Wahrscheinlich gefällt's ihm. Das glaube ich kaum. Er würde sich bestimmt beschweren, wenn ihm der Pfeil nicht gefiele. Es geht mich ja nichts an, aber ist mit eurem Freund alles in Ordnung? Ist von einem Moskito gestochen worden. Sicher. Passierte bei der Suche nach einem Schatz. Ja, nach einem Nickerchen fühlt er sich bestimmt besser. Okay, da können wir nichts machen. So, jetzt geht's los. So, wir müssen zur unsichtbaren Universität. Die verdammt sichtbar ist, wenn ich das sagen darf. So, den Gag kenne ich nämlich jetzt. Und das ist jetzt das mit dem Gold. Aber es kommt gleich noch was danach. Ja, ihr. Ihr seid so toll, ihr Typen. Ich weiß schon, ich habe das damals, was die Rätsel angeht, vollkommen gehasst. Und ich weiß jetzt wieder, warum. Es ist so. So, wir gehen jetzt mal hier. So, das habe ich rausgefunden. Ich habe es ja, wie gesagt, selber ausprobiert. Weil irgendwann macht man ja das, was man machen kann. Ne? Benutze Gegenstände mit allem. Und wie auch schon bei Monkey Island, kann man ja gern mit Gold eine Menge Unsinn machen. Aber es ist damit halt noch nicht getan. So, komm mal hier. Truhe, kommst du hin. Brave Truhe. So.
funktioniert. Ihr seht auch, jetzt kommt wieder das, was ich so auch großartig finde. Der gibt ihm natürlich jetzt nicht alles, sondern wir geben ihm jetzt erstmal, ne, die 4 Haufen. Warum wir das tun, weiß keiner. Wir machen es einfach. Ne? Warum? Ist egal. Machen. Wenn ihr so irgendwo einen schäbigen Bursche sitzt, einfach mal alles raushauen, was ihr so an Kohle mit habt. Das kann nicht schlecht sein. Spiele lügen ja nicht. Hier, bitte. Was? Soll das heißen, dies ist alles Gold des Königreichs? Ja. Eigentlich leben wir in einer Demokratie. Du weißt schon, ein Bürger, eine Stimme. Der Patrizier ist der einzige Bürger, auf den es ankommt. Er hat die Stimme. Wie dem auch sei, dies ist das ganze Gold, ja. Kein Zweifel. Würde ich dich etwa belügen? Oh, na schön. Weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich... Nun gut. Ist alles in Ordnung? Du hast doch nicht deine Meinung geändert, oder? Hm? Oh nein, nein. Kann ich bitte meine Banane haben? Hm? Oh, natürlich. Hier. Danke. Bitte sehr. Ich gehe jetzt mit allem Gold des hiesigen diktatorisch-demokratischen Regimes fort, nicht wahr? Richtig. Ja und ob? Haha, viel Spaß damit. So, ist doch logisch, ne? Und jetzt denkt ihr, Moment, Banane? Das kann man noch dem Aua geben? Ja, kann man. Bis hierhin? Nachvollziehbar. Aber gleich kommt noch direkt was. Ohne das passiert dann nämlich nichts mehr. Ihr merkt, ich bin begeistert. Ich weiß gar nicht, ob ich meiner Begeisterung noch mal ein bisschen Ausdruck verleihen kann. Weil ich glaube, noch mehr... also, ich weiß nicht. Noch mehr Logik hat, glaube ich, nur der Joker, glaube ich. So. Jetzt geben wir die goldene Banane an den Bibliothekar. Bis dahin nachvollziehbar. Wie bitte? Oh, ich muss den geheimen Bibliothekarseid sprechen? Und das ist er. Oh, das ist alles? Was passiert, wenn ich die Worte jemals an einen Außenstehenden verrate? Wäre nicht gut. Oh. Oh ja, ich verstehe. Ich habe nicht einmal gewusst, dass man mit einer aus 16 Bänden bestehenden Enzyklopädie so etwas anstellen kann. Auf See passieren schlimmere Dinge? Nun, vielleicht auf dem einen oder anderen Schiff. So. Und das ist jetzt auch der legendäre L-Raum. Das heißt, ab jetzt... Richtig, gehen die Zeitreisen los. Ja, da habt ihr euch doch drauf gefreut. Das heißt, die 3D-Rätsel, die keinen Sinn machen... Ergänzen wir jetzt durch 4D-Rätsel, die keinen Sinn machen. Ich glaube, diese Cutscene haben wir, glaube ich, auch immer ewig, wenn ich das, glaube ich, noch richtig weiß, ne? Schreitet nervös den L-Raum. So, wir sind jetzt in der Vergangenheit. Nun, sicher hat es auch seine Vorteile.
Zum Beispiel kann man morgens darauf verzichten, sein Bett zu machen. Also, mal gucken, reicht das schon? Nein, 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 nein. Ah, jetzt passiert's. Auch da müsste Pixel genau drücken, weil sonst passiert nämlich nichts. So, das musstet ihr sehen. So, ist das hier? Nein, ich kann es nicht bewegen. Da ist es, glaube ich, ne? Ja. So. Mal gucken, ist da der Dieb hin? Ja. Gut. So, ihr kennt die Cutscene. So fängt das Game an. Eine Regentonne. Meine Güte, hier werden wirklich keine Kosten gescheut. Ne, auf keinen Fall. Nein. Nun, es scheint eine typisch unheilvolle Tür zu sein. Ach, echt? Wie kommst du drauf? Ein unheilvoller Klopfer unter dem unheilvollen Schlitz in der unheilvollen Tür. Potzblitz, so viel Unheiliges lässt Unheil in mir entstehen. Ich meine, Unbehagen. Klickt jetzt auf den Amazon-Link und bestellt alle Sachen von Unheil. Ich glaube, die Visage dieses Klopfers habe ich schon einmal gesehen. Ja, solltest du. Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Hey, warte mal! Du bist nicht richtig angezogen. Dir fehlt schwarze, unheilvoll wirkende Kleidung. So, und damit wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Aber natürlich ist das nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Warum denn auch? Ja, dann sehen wir uns in Folge 17 wieder. Und ich glaube, jetzt geht's zum Frosch. Dem zeigen wir mal, wo er die Locken hat. Und ja, ich glaube, jetzt wird es richtig bekloppt. Also, da muss ich gucken. Also, falls das Game mich vollkommen in den Wahnsinn treibt, dann gibt es halt längere Pausen und dann seid ihr halt gefragt. Wie gesagt, notfalls kann man sich immer noch eine Lösung greifen oder ein Playthrough gucken. Das wäre auch noch machbar. Also, im heutigen Zeitalter kommen wir da durch. Das ist kein Thema. Aber das war jetzt lustig. Das war jetzt, was ihr gesehen habt, ein Glücksfall mit dem Dieb. Ich habe an der Stelle, kann ich euch sagen, 3 oder 4 Minuten rumgeklickt und es hat sich nichts gemacht. Irgendwann, als ich dann nichts mehr tun wollte, ist er dann auf einmal automatisch hinter das Regal gegangen. Da dachte ich mir, okay, was hast du gerade gemacht? Also, kann ja auch sein. Scheiß Controlling, so spricht die Erntemaschine von Yun lässt grüßen. Nee, du musst da pixelgenau dahin klicken. Ist toll, ist super, also bitte mehr davon. Ja. Zeit für Folge 17, ne? Da kann ich mich wahrscheinlich noch mehr aufregen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Achso, vielleicht, ne, falls ihr hier Tipps, gerne. Also jetzt glaube ich, das wird so absurd, das Game. So wie der Snake Plissken das gemacht hat, ist ganz gut. So nach dem Motto, Gold wäre ganz sinnvoll, könnte man ja mal geben. Das wäre im Stil wunderbar. Da könnt ihr euch mal austoben, weil dann kann ich dann so immer so schön Zug und Zug drauf zugreifen. Weil ich glaube, ohne fremde Hilfe habe ich Angst. Weil, ehrlich, also das, ja, irgendwann probiert man ja alles aus, ne? Das hat man ja damals zu Manic Mansion Zeiten auch gemacht, ne? Aber das hat ja nichts damit zu tun und ja, ich kann euch sagen, wartet auf den Froschgag, der kommt in Folge 17. Ja, wer mir den erklären kann, gerne. Ich verstehe ihn nicht. Sehen wir uns in Folge 17. Bis dann. Tschüss.